Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. In meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video möchte ich euch zeigen, wie man diese Verpackung für die längste Praline der Welt bastelt. Ich zeige euch auch gleich, wie die aufgeht. Also das sind hier Leerhüllen. Ich hatte nicht mehr so viel von den Pralinen. Aber das Ganze ist mit Klarsichtfolie gebastelt und die Idee habe ich eigentlich von Indras Basteloase. Die hat das aber mit fertigen Acetatschachteln gebastelt und ich habe mir gedacht, das Ganze und für Marzipanpralinen und ich habe mir gedacht, das Ganze kann man doch auch für die längste Praline der Welt umwandeln, und zwar mit Klarsichtfolie eben. Und genau, wie man das Ganze bastelt, es ist gar nicht schwierig, möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar, wir fangen an, man wird es jetzt kaum sehen, mit einem Stück Klarsichtfolie. Das hat die Maße 14,1 mal 20,3 cm. Und da wird nun gefalzt. Und zwar an der kurzen Seite von beiden Seiten bei 1,3 cm. Ich nehme hier das Falzbeil und Bein, eigentlich die Falzklinge, und drücke richtig fest nieder, um hier einmal zu falzen, dann drehe ich das Stück, lege um 180 Grad, lege wieder bei 1,3 cm an und drücke wieder richtig fest nieder. Dann drehe ich das Stück auf die lange Seite und falze hier einmal bei 9,5 cm wieder richtig gut fest und dann schiebe ich weiter auf 10,8 cm und mache hier die letzte Falzlinie auf meiner Klarsichtfolie. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel von meinen Falzlinien sehen. Aber falls ihr es doch irgendwie erkennen könnt, wir haben hier in der Mitte ein kleines Quadrat am Randstück. Und entlang der Falzlinien rechts und links von diesem Quadrat schneide ich mit einer Schere, ich habe hier nicht die Papierschere genommen, damit die nicht kaputt wird, sondern eine andere Haushaltsschere. Und da schneide ich bei beiden Falzlinien bis zur Querfalz ein und schräge dann das kleine Quadrat ab, sodass ich sozusagen eine Klebelasche erhalte. Und dann drehe ich das Stück um 180 Grad und wiederhole das beim zweiten Quadrat auf der gegenüberliegenden Seite. So, jetzt kommt der etwas spannende Teil. Und zwar müssen die Falzlinien jetzt auch alle einmal gefalten werden. Und auch wenn wir gut niedergedrückt haben, lässt sich das Ganze etwas schwierig umfalten. Also es kostet doch etwas Mühe und ihr müsst dann wirklich mit dem Falzbein noch gut nachdrücken, um die Falzlinien hier alle nachzuziehen. Sobald ihr dann alle Falzlinien nachgezogen habt, braucht ihr das Abreißklebeband. Und da gebt ihr bitte zuerst zwei ganz kleine Stückchen hier auf die Innenseite der beiden kleinen Klebelaschen.
Und außerdem noch auf die Innenseite der nächsten Seitenteile daneben je einen Streifen. Ich reiße hier einmal kurz mit dem Lineal ab. Da geht's am besten. Das Ganze ist natürlich jetzt extrem schwer biegsam schon. Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, das vorab aufzukleben, bevor wir gefalten haben. Aber ja, es geht auch im Nachhinein noch. Genau, so. Und jetzt ziehen wir zuerst von den beiden kleinen Klebelaschen je die Schutzfolie ab. Ich mache es doch noch gleich auf der zweiten Seite auch. Denn die kommen jetzt da außen auf die Seitenteile, die nicht beklebt sind. Einmal darauf. Seht ihr? So. Und dann ziehen wir die Schutzfolie von den langen Seitenteilen hier ab. Und biegen das Ganze dann auf die Finalform zusammen und drücken dann die Seitenteile, die sollten natürlich auch schön ausgerichtet sein, vorne und hinten und bei allen Kanten aufeinander. Greift dann ruhig auch innen rein und drückt von innen dagegen und dann haben wir somit schon einmal die fertige Acetatschachtel, oder in dem Fall ist es ja die Schachtel aus Klarsichtfolie ohne den Deckel, aber der kommt jetzt als nächstes. Für den Deckel brauchen wir ein Farbkartonstück in Sommerbeere mit den Maßen 4,7 x 11,5 cm. Und wir nehmen dann die Stanzformen gewellte Konturen. Sehen so aus. Die sind, denke ich, gerade ein Auslaufprodukt. Und da gibt es diese lange Randwellenstanze. Und die legen wir uns jetzt mit den Wellen gleich ausgerichtet rechts und links, weil es geht sich nicht ganz aus, dass sozusagen die Kanten am Papier einer Welle am Papierrand ansteht, wenn man es mittig ausrichtet. Deshalb circa denselben Abstand rechts und links zu eben so einer Innenwelle oder wie immer man das genau nennen will. Und zum unteren Papierrand richten wir das Ganze auch aus und so wird das jetzt angedrückt und einmal durchgekurbelt. Und wenn wir schon dabei sind, dass wir stanzen, brauchen wir auch mit derselben Wellenstanze noch ein Stück Designerpapier. Das ist das hier. Das stammt aus dem Designerpapier Liebliche Natur und hat die Maße 4,3 x 11 cm. Und auch hier legen wir dann diese Stanzform einmal an und an der langen Seite entlang sozusagen und stanzen hier diesen Wellenrand einmal aus. Die fertig gestanzten Teile sehen dann so aus. Und der Farbkarton muss jetzt noch einmal gefalzt werden. Und zwar an der kurzen Seite lege ich die Seite hier rechts an, die noch gerade ist, also die nicht gestanzt wurde. Und da falze ich nun einmal bei 1 cm und bei 2,4 cm.
Das wird jetzt gleich noch mit dem Falzbein einmal nachgefalten. Und dann nehmen wir wieder Abreißklebeband und geben das hier auf die 1 cm Lasche drauf. Ziehen dann gleich die Schutzfolie hier einmal ab. Und nehmen uns dann unsere Klarsichtschachtel und achten darauf, dass eine Faltkante hier zu uns schaut und nicht sozusagen die offenen Kanten. Und legen dann dieses Farbkartonstück rechts und links mit den Falzlinien oben am offenen Teil angelegt, sozusagen hier einmal ausgerichtet an und drücken dann hier die 1 cm Klebelasche an der Rückseite der Klarsichtschachtel fest. Dann nehmen wir uns zwei Magnetpaare. Ich nehme jetzt in dem Fall zwei, damit es besser hält. Und ziehe mir mal von einem Magnetpaar auf einer Seite die Schutzfolie ab und klebe es auf die rechte Seite, Innenseite des Farbkartons und das andere auf die linke Seite. Dann ziehe ich vom zweiten Magnet je die Schutzfolie ab und dann halt brauche ich noch etwas Innenwiderstand, also lege ich mal so eine Praline ein, damit sie dann, wenn sie richtig rumrutscht, Widerstand gibt. Und dann falte ich das schön zusammen und drücke einmal nieder. Dann halten die Magneten hier auf der Klarsichtfolie und wir haben den Deckel so einmal befestigt. Dann nehmen wir uns wieder unser Designerpapierstück, das wir schon gestanzt haben, und eine Papierunterlage, einen Blendingpinsel, ihr könnt auch einen großen nehmen statt einen kleinen und das Stempelkissen in Sommerbeere. Ich will nämlich jetzt das Designerpapier hier, das goldweiß ist, in Gold-Sommerbeere umwandeln. Dafür gehe ich einfach mit dem Blendingpinsel in das Stempelkissen und normalerweise würde man jetzt abtupfen auf dem Papier. Ich will das aber nicht. Ich will richtig viel Farbe überall haben. Und deshalb blende ich da jetzt überall drüber. Und ganz am Anfang wird auch das Gold immer etwas pink ausschauen, aber wenn ihr mit dem Blendingpinsel öfter drüber geht, dann geht das Sommerbeere, die Farbe, auch wieder vom Gold weg und bleibt nur auf den weißen Stücken über und färbt die eben in Sommerbeere einmal ein. Das geht verhältnismäßig, finde ich, eigentlich ruckzuck. Ich habe das auch, muss ich zugeben, mit Blends probiert. Da geht es auch, aber man braucht relativ viel Farbe, denn man muss nämlich zuerst mit dem Blend in Sommerbeere einmal alles anmalen, dann bleibt aber auch eben die Farbe Sommerbeere auf dem Gold wirklich haften und dann muss man nämlich mit dem Farbaufheller über das Gold drüber gehen, also eigentlich über alles nochmal, dann funktioniert das auch, dass vom Gold die Sommerbeerefarbe wieder weggeht, aber
mit dem Blending-Pinsel fand ich dann doch die bessere Methode, das Ganze einzufärben. So, wenn wir das Designerpapier jetzt passend eingefärbt haben, ihr könnt auch Schattierungen mit heller und dunkler reinmachen, wenn ihr wollt. Dann nehmen wir uns den Flüssigkleber und kleben das Stück Designerpapier jetzt auf unseren Deckel auf. Somit haben wir eigentlich bis auf den Spruch auch schon unsere Verpackung fertig und natürlich wollen wir auch unsere Praline noch etwas verpacken. Eben diese, ich habe es jetzt leer gerade noch, Hüllen hier. Da habe ich je zwei gebastelt, auch wieder aus demselben Designerpapier, eben zwei verschiedenen Mustern. Und ihr braucht dafür zwei Stück aus zwei verschiedenen Mustern mit den Maßen 6,9 x 11 cm. Die Stücke hier müsst ihr wieder mit den Blending-Pinseln einfärben. Das zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige es euch jetzt eigentlich nur an einem Stück, was damit gemacht wird, weil alles andere wäre ja dann eh Wiederholung. Also wie gesagt, das Stück hat jetzt 6,9 x 11 cm und wird nun bei einem Zentimeter einmal gefalzt. Die Falzlinie faltet ihr dann einmal schnell nach und dann nehmt ihr die Praline und legt die Falzlinie hier auf einer Seite an der Kante an. Dann wickelt ihr das Designerpapier einmal so rundherum, so gut es geht, eng anlegen und drückt es gegen die andere Kante. Und dann könnt ihr das Ganze noch mal etwas öffnen und hier auf die 1 cm Klebelasche Kleber auftragen und das Ganze wieder verschließen. Und schon habt ihr eure fertige Banderole. Und das Nette ist, dass sich das immer ganz leicht rein- und rausschieben lässt und ihr somit auch die Verpackung theoretisch wiederverwenden könnt. Genau, dann nehmen wir eben unsere vier Pralinen, legen die abwechselnd hier in unsere Verpackung ein, verschließen den Deckel, das ist jetzt schon der verzierte, hier wäre jetzt die Leerschachtel und ich mache jetzt hier noch die Etikette drauf, da brauchen wir ein Stück, ein Etikett in Sommerbeere, das stammt aus den Stanzformen bezaubernde Botschaften. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Stanzformen und wir haben hier eben so eine rechteckige. Das ist diese Stanzform eben, die habe ich in Sommerbeere einmal ausgestanzt. Und dann brauchen wir noch einen Farbkarton in Grundweiß mit den Maßen 2,3 x 4,3 cm für den Spruch darauf. Und da habe ich das Stempelset Zeitloser Charme ausgesucht. Da gibt es den Spruch Danke für alles. Und da verwende ich jetzt das Stempelkissen Memento in Schwarz und stemple den Spruch
hier einmal mittig auf mein grundweißes Etikett auf. Genau, so. Dann nehme ich Flüssigkleber und klebe den Spruch auf die Briefmarkenstanzform sozusagen. Hier einmal mittig drauf und nehme dann zwei Dimensionals. Klebe dieses Etikett, damit auch schnell verziert ist, einfach hier auf den Deckel. Ich mache das jetzt leicht schräg, gefällt mir besser als gerade. Und zum Schluss verwende ich diese selbstklebenden Pailletten in Neutralfarben. Die gibt es hier in Kupfer, Gold, so irgendein Braun und Silber. Und da nehme ich einfach eine große und eine kleine hier links und rechts vom Etikett und noch eine große hier auf die Klarsichthülle drauf. Genau, ja, und das war unsere ganz schnelle Verpackung für die längste Praline der Welt. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachbasteln, Mitbasteln. Und wir sehen uns demnächst in 1,5 Wochen bei meinem Live am Sonntagabend. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.